Sie wollten heute Flüchtlingsleichen vor dem Kanzleramt bestatten. Künstler der Gruppe Zentrum für politische Schönheit. Aber das ist alles andere als schön, befand die Polizei und untersagte die Aktion. Dennoch sollte die Freifläche in einen Flüchtlingsfriedhof umgewandelt werden. Auch ohne Leichen, dafür eben mit viel Polizei. Und an einem anderen, aber nicht weniger symbolträchtigen Ort. Es sind Tausende, die am Nachmittag die Wiese vor dem Reichstag stürmen, den Zaun einreißen, um mit viel Symbolik gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union zu protestieren. Sie prangern an, dass die sich abschotte gegenüber Flüchtlingen, die zu Tausenden über das Mittelmeer kommen und auf der Flucht sterben. Auf der Wiese heben die Demonstranten Dutzende kleiner Gräber aus, um die Toten symbolisch zu beerdigen. Die Stimmung ist aufgeladen, einige liefern sich ein Gerangel mit der Polizei. Es gibt Festnahmen. Hinter der Aktion steht das sogenannte Zentrum für politische Schönheit, eine Aktivistengruppe, die in der letzten Woche bereits viel Aufsehen erregte, weil sie laut eigenen Angaben Leichen von Flüchtlingen auf Berliner Friedhöfen beerdigte. Auch die Aktion heute soll aufrütteln. Diese Menschen sind keine Belastung für uns. Diese Menschen sind unsere Zukunft. Diese Menschen sind unsere Hoffnung, unsere einzige Hoffnung für Europa, für einen Einwanderungskontinent, der Europa sein muss. Auch heute wollten die Aktivisten Särge mit Leichen aus einem Massengrab in Italien vor dem Kanzleramt aufstellen. Doch diese waren leer, denn die radikale Aktion wurde von der Polizei untersagt. Um ganz sicher zu gehen, wurden die Särge vorher von der Rechtsmedizin untersucht. Es ist möglich, hier überall zu demonstrieren, aber man muss sich eben auch an die Gesetze halten. Und das Mitführen von Leichen auf einer Demonstration, das wäre ein Verstoß gegen das Bestattungsgesetz. Und deshalb wollten wir uns überzeugen, dass sich in den Särgen keine Leichen befinden. Laut Angaben der Polizei sind es 5000 Menschen, die den leeren Särgen in einem Marsch der Entschlossenen bis kurz vors Kanzleramt folgen, um an die Toten an den EU-Grenzen zu erinnern. Pietätlos findet die Aktion der Gruppe unter den Demonstranten niemand. Ja, ich würde sagen, das ist genau richtig, so wie es abgelaufen ist. Und warum ich hier bin, ist gegen die Abschottung von Europa zu demonstrieren. Wie viele Leute sterben auf dem Weg hierher und es interessiert niemanden. Ich finde das nicht so radikal. Bin froh, dass endlich was passiert. Der Aktivistengruppe geht das ebenfalls nicht weit genug. Sie will in den nächsten Wochen weitere Flüchtlinge beerdigen, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern der Europäischen Union.